gefragt, wie es so weit kommen konnte. Es war ein schleichender Prozess und die Anzeichen waren da. Es gab blindes Vertrauen, bis es aus dem Ruder lief. Deine zurechtgelegte Wirklichkeit nahm mich dunkel wahr. Habe dich beobachtet, das Misstrauen nahm zu. Geredet und geprüft, das war jenseits dessen, was ich verstehen kann. Jenseits dessen, was ich verstehen kann. Du verdrehst die Wahrheit, bis sie dir in dein Bild passt. So verliert man sein Gesicht und steht bald allein. Glaubst du wirklich, was du da sagst? Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen Schein und Sein. Du manchmal gibt es sogar Gründe, gute sogar, wenn man lügt. Nur wenn man seine eigenen Lügen glaubt, macht das doch verrückt. Wenn man sich so tief verstrickt hat, dass das eigene Leben lügt, dann ist es nicht mehr nur der Kopf, nein, auch das Herz betrügt. Will dir nicht mehr böse sein, weiß nicht mehr, wie du tickst. Enttäuschung ist ein Schmerz, der uns warnt, dass das wieder passieren kann. Du verdrehst die Wahrheit, bis sie dir in dein Bild passt. So verliert man sein Gesicht und steht bald allein. Glaubst du wirklich, was du da sagst? Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen Schein und Sein. Du geht es um die Würde? Geht es ums Geld? Geht es um den Anschein, was man von dir hält? Geht es um Verletzung? Geht es um Gier? Ist es nur ein Schachzug, damit du nicht verlierst? Schlaf, lügst dich in den Traum.